Notebook Monte Carlo 1985. Da steht zum Beispiel hier 1983 mit Stern Röhrl 2027. Das heißt also 1983 bei der Monte Carlo ist ein gewisser Röhrl hier Bestzeit gefahren mit 2027, damit die Jungs wissen am Ziel, wenn sie die Uhr drücken, dass sie wieder langsamer waren wie der Röhrl. 140, Rechtseingang, sofort Kehre links. 40, Mittel rechts, sofort links voll. 50, nach Kuppe Kehre rechts, sofort links voll. Das, was ich eben vorgelesen habe, das habe ich beim Training dem Christian vorgesagt und er hat das aufgeschrieben. Und so entsteht das Gebetbuch und beim Wettbewerb liest der Beifahrer mir das dann vor. Die Bilder sprechen für sich. Sie werden jetzt verstehen, schmale Straße, kein Platz, um Fehler zu machen. Wir kommen häufig in den Schatten, wo damals bei der Rallye natürlich Eisenschnee war. Aber das Gleiche kann uns im Sommer hier passieren. Im Schatten ist es feucht, sonst ist es trocken. Und wenn Sie zu schnell auf die feuchte Stelle kommen, ist es schon passiert, denn man hat keine 10 cm Platz. Das macht es hier absolut gefährlich. Wir befinden uns jetzt im letzten Teil der Sonderprüfung, dem interessantesten bzw. dem gefährlichsten. Also hier ist wirklich angesagt, mitdenken, Vorsicht, mit Gefühl lenken, Gas geben, bremsen. Dann merkt man, wie souverän der neue Boxster S diese schwierigen Stellen hinter sich bringt. Das Auto ist so perfekt abgestimmt, dass die Elektronik normalerweise nie eingreifen muss. Sollte sie wirklich mal eingreifen, dann ist es angebracht, denn dann war richtig Feuer am Dach. Ja, wenn ich zu meiner Rallye-Zeit so ein Auto gehabt hätte, da wäre das Siegen ein Kinderspiel gewesen. Es gibt einem so viel Vertrauen, dass man sich vom ersten Meter weg absolut sicher fühlt. Sie haben gesehen, was auf Sie zukommt. Eine wunderbare Strecke, die alle Vorteile des neuen Boxster wirklich zeigen wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben Sie gesehen, es ist nicht ganz ungefährlich. Man sollte ein bisschen Vernunft walten lassen. Es tut dem Auto weh und eventuell wird es auch Ihnen wehtun. Einfach nur Spaß haben, genießen Sie es. Sie werden sehen, Sie haben ein perfektes Auto und es gibt nichts, was das Auto nicht souverän beherrscht.